schlimmen, schlimmen, schlimmen Bränden, bei denen viele Menschen auch schon ums Leben gekommen sind. Ein Zeichen an dieser Stelle können wir nur allen Menschen, die betroffen sind von den schlimmen Bränden in Portugal. Anstoß! So lange stand er zwischen den Pfosten. Der mexikanische 2018 war wieder im Achtelfinale Schluss. Eine gute Belastungssteuerung hast und immer wieder auch Spielern die Möglichkeit gibst, sich ein bisschen auszuruhen. Noch Marcus Edwards. Aber der gelb-rote Karte gab es schon Ende der ersten Halbzeit. Versuchte zeitlich vor allem den Kapital zu schlagen. Jörg Reis, wie stark ist der bitte auch heute wieder? So. Wieder Trincao. Trincao bringt den. Da fehlt er auch nicht. Stark gespielt. Trincao. Und Guillermo im Mittelpunkt des Geschehens. Stark gespielt und das alles, weil es gleich in seinem ersten Ligaspiel auch geklappt hat. Ja. Champions League für Sporting Clube de Portugal und jetzt ist er, würde ich mal sagen, exzellente Erfahrungen gemacht. Und in einer Liga. Der Ball von Gyökeres. Klasse Ball. Gemacht von Trincao. Ganzer. Halten ist die Skandinavier im Team etwas klarer von den Aktionen her. Nichts passiert in dieser kurzen Unterbrechung. Jürgeres, der sich durchsetzt. 3 gegen 2. Trincao. Und das ist ja dann so häufig, dass die Spieler auch die Tore selber machen wollen. Ja. Ja. Lag doch nicht so ganz am Körper, aber. Also wenn die Kollegen hier meinen, dass sie mir das vormachen müssten, sondern der Ball geht in dem Moment. Von Zicker springt hoch. Wünscht, aber ich finde, es ist eine ganz natürliche Bewegung und der muss. Trincao. Gyökeres. Festhalten. Lässt den Ball durchlaufen. Übernimmt den Freistoß und der ist richtig gut. Nuno Santos. Flanke kommt. Nochmal gefährlich zu werden.
Und noch einmal Gierkidis und er macht das 2:0. Ein angemessenes Ergebnis, ein gerechtes Ergebnis. Und ich... Und auch Ochoa ohne Chance, 2:0 also zu halten. Zurzeit Weltklasse. Von Secker. Und damit lag er meiner Ansicht nach genau richtig. Abgesehen davon. Ich mit einem hohen Pressing. Zinkau. Und da ist Zinkau. Und Giovanni Quenda mit 17. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, die heute gegeneinander gespielt haben. Manchester City und Arsenal. Die beiden besten, wie schon erwähnt, auch nur mit einem Pünktchen gegen einen Aufsteiger in der Bundesliga in Hamburg. In der Liga geht es erst einmal weiter bei Storil. Jukeres. Gierkidis legt nochmal ab. In diesem Falle wäre ein Kopfball auf das Tor wahrscheinlich die beste. Starkes Spiel. Kein Abseits von Harder. Mentalität in seinen Kader. Das sind alles Dinge, die Ruben Amorim. Ja, in dieser Saison muss man sagen, ein bisschen weiter zurückgeht. 4-5 Jahre. Gierkidis, da macht er sein Tor. Zu einem anderen Skandinavier mit einem Norweger mithalten kann. Ja, die Skandinavier sind derzeit hoch im Kurs. Keine Chance für Guillermo Ochoa. Schwede mit Tor Nummer 10 in dieser Saison im 6. Spiel. Starker Doppelpass mit Nuno Santos. Wieder Gierkidis. Ein Angewechselten. Und da ist er rauf. 10 Tore. Oh, no,